Mein Gott, Jungs, Jungs, ich kann das nicht mehr. Ich sag euch ehrlich, ich kann das nicht mehr. Was ist das, Bruder? Was ist das für Fußball? Deutscher Fußball ist grauenhaft. Das ist hässlich. Das ist doch kein Fußball. Es gibt für alle Mannschaften jetzt, die gegen Bayern oder Deutschland spielen, eine Möglichkeit, Fußball zu spielen. Einfach mit 50 Mann verteidigen, weil dann Bayern oder Deutschland einfach nichts mehr machen können. Das war's. So musst du gegen Deutschland spielen und du gewinnst. Das ist so traurig. Du musst als gegnerische Mannschaft den hässlichsten Fußball spielen und gewinnst damit dann gegen Bayern und Deutschland. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es war eines der schlimmsten Spiele. Ich habe mich so gefreut, Deutschland-Spiel zu gucken. Oder sei es bei Bayern oder aber heute war es so schlimm. Ich habe mich gefreut des Grauens mit Hansi Flick und so. Und ich gucke auf die Minutenzahl und ich hab mir gehofft, wann ist dieser Spiel vorbei? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Um, Bro, das gucken. Nein, 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 nein. Guck mir mal ganz kurz hier rüber, ja. Guck mir zu diesem Spiel rüber, Deutschland. Ich kann das nicht mehr, Jungs. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr, Bruder. Guck mal hier. Werner war das Schlechteste. Der hat, glaub, nicht einmal den Ball für 2 Sekunden. 14 Mal den Ball berührt. Gnabry, Bruder. Gnabry. Gnabry. Zum Glück hat Hansi Flick den direkt in der Halbzeit raus. Raus. Sag mir ein Punkt, ich habe den schon im Livestream angesprochen, ein Punkt seit dieser Saison, einen einzigen Punkt, was Gnabry gut macht. Wo bereichert er das Spiel? Ein Punkt. Ich finde keinen. Ich finde keinen Punkt. Ich hätte so hart erwartet, dass Gnabry eigentlich gar nicht Stamm spielt. Ich dachte, Hofmann ist direkt rechts außen und Kehrer rechts. Er hat wahrscheinlich Gnabry ausprobiert. Ja, er hat gesehen, es ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Thomas Müller, ich will ihn nicht haten, Mann. Das ist eine Legende. Das ist Müller. Aber auch er, genau wie es bei Bayern ist, er braucht einen Stürmer vor sich. Wenn wir mal kurz an Thomas Müller denken, was kann er am besten? Ja, dieses Raum, er hat diese Spielintelligenz. Aber von seinen Attributen körperlich passen. Es ist seine Assists, es sind seine Pässen, es sind seine Flanken. Wer soll die aber bitte verwerten? Werner? Das ist doch kein richtiger Stürmer. Genauso wie bei Bayern. Wohin soll der überhaupt flanken? Wer kommt zum Kopfball bei Bayern? Wer kommt zum Kopfball bei Deutschland? Gnabry? Sané? Werner? Da bringt Müller gar nichts. Müller braucht einen Stürmer vor sich. Das bringt nichts. Und dieser Herr hier, Kimmich, er ist Weltklasse, aber es reicht. Du kannst bitte einmal kurz Pause machen, okay? Ich guck dich gerade an. Bitte mach einmal Pause. Bitte. Wenn schon nicht Nagelsmann, dann wenigstens Hansi Flick. Wechsel den einmal aus oder lass ihn einfach mal ein Spiel nicht machen. Wisst ihr was? Wir spielen gegen England. Lass Kimmich einfach das ganze Spiel lang nicht spielen. Bis er ein bisschen auf den Boden kommt, weil der denkt schon irgendwie, er ist der Chef von allen und was weiß ich was. Dass doch wieder Gündogan da ausgewechselt wurde. Ich fand Gündogan gar nicht mal so schlecht. Ich feier den eigentlich. Da habe ich schon im Stream gesagt, das wäre eigentlich Big Business. Stellt euch vor, nächstes Jahr im Sommer, wir verkaufen Sabitzer. Und ich glaube, Gündogan ist ablösefrei. Das ist ja voll Business, weil Gündogan ist schon besser als Sabitzer. Scheiß drauf. Natürlich muss Gündogan raus und dann ist Kimmich drin. Dann wird Müller ausgewechselt und dann ist Kimmich Kapitän und fühlt sich dann noch krass und so. Bro, und Kimmich, bitte einmal Pause. Er wirkt für mich auch übertrieben überspielt. Er macht ja wirklich so oft seine langen Bälle und Chipbälle. Ja, die können mal ankommen, dann kommt ein Tor. Aber selbst die sind nicht mehr so, heißt es, akkurat wie sonst. Und, Digga, der hat uns noch gerettet hier. Rüdiger, Ter Stegen 6,3. Eigentlich, der hat gut gehalten. Also es gab noch mal am Ende so zwei Chancen, die hat er da rausgeholt. Aber Bruder, guck mal, das hinten, das passt ja noch, aber die hatten auch nicht viel zu tun. Offensiv, Bro. Offensiv. Ideenlos, kreativlos. Man muss aber auch sagen, es ist schwer. Ungarn, einfach nur hässlicher Fußball mit 50 Mann hinten reinstellen, das war's.
und auf Konter lauern. So musst du gegen Deutschland und Bayern spielen und du gewinnst. Und gewinnst auch noch mit hässlichen Fußballen. Das geht einfach nicht. Das ist so. Boah, ich komme mit sowas nicht klar, ne? Ich habe mich schon ab der zwischen 60. und 70. Minute gedacht, Alter, da muss einfach nur noch ein Matcher rein. Ich weiß nicht mal, wie groß das ist, aber einfach mal der am meisten den Stürmer ähnelt von allen im Kader und einfach nur auf ihm flanken. Also, was ich denke, wie willst du Fußball? Deutschland hat das jetzt so lange versucht, irgendwas zu machen gegen Ungarn, die so krass verteidigen. Aber da gibt es ja nur eine Option, oder? Du musst doch einfach nur auf Außen spielen und die ganze Zeit flanken. Aber niemand kann die verwerten. Dann dachte ich, ja, da muss halt Metscher rein. Dann kommt er aber erst in der 85. Dann hat er eine Flanke bekommen und es wird gefährlich. Da dachte ich mir so, ja, ist jetzt aber zu spät. Jetzt ist es zu spät. Match hätte schon früher reinkommen sollen, damit man einfach auf ihn flankt, weil alles andere hat offensichtlich keinen Sinn ergeben. Boah, ich kann, nee, ich schwöre, ich kann das nicht mehr. Ich sag euch ehrlich. Guck mal, auch allgemein da Deutschland-Kader feiere ich eigentlich nicht so. Ja, Torhüter, Gosens, Schlotterbeck, Ginter, Kotschap, Arnold, Henrichs, Metscher. Bro, come on. Also so die Engländer, die Franzosen, die Brasilianer, die haben schon einen echt krasseren Kader. Und allgemein, ne, ich habe es auch in meinem Stream, habe ich so eine Anzeige gemacht. Es sind nicht nur die Bayern-Spieler, die nicht gut sind, sondern eigentlich ganzen Deutschland-Spieler, ne? Wirklich. Komplett ganz, also bei Werner klappt es ja bei Leipzig nicht. David Raum, seitdem er bei Leipzig ist, auch nicht so toll. Hier aber Man of the Match. Havertz ist bei Chelsea auch nicht mehr der Kracher. Allgemein bei allen deutschen Spielern läuft es nicht. Bro, eigentlich, ja, Sané hat ein bisschen so bei Bayern mit Jamal, aber auch ich kann das nicht mehr, Bro. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Ich kann das nicht. Jungs, wirklich, das war so Augenkrebs. Das Spiel war so Augenkrebs, Mann. Meine Fresse. Meine Fresse. Und ich könnte schwören, ich könnte schwören, und ich habe die Hoffnung, das Spiel gegen England wird ganz anders, weil England wird nicht so verteidigen, sondern die wollen das Spiel gewinnen. Die gehen nach vorne und dann ist im Normalfall Bayern oder auch Deutschland stärker. Und wenn das dann nicht der Fall ist, ich raste aus. Mein Gott, ich raste aus. Ich raste aus. Alle sagen auch, ja, bei Bayern am Anfang der Saison Frankfurt und Bochum zerlegt. Habt ihr gesehen, wie scheiße Frankfurt verteidigt hat? Die standen auch nicht mit 11 Mann hinten drin. Haben die nicht gemacht, deswegen haben die die auch zerstört. Genau wie Bochum. Dann hat Gladbach damit angefangen und wir waren trotzdem noch mental da und gut. Die Chancen gehen einfach nur nicht rein. Und wer war es nach Gladbach? Wer hat dann damit angefangen? Union oder so? Und dann wurde es katastrophal. Und jetzt genauso auch noch bei Deutschland. Und ich check jetzt auch, ja, viele sagen jetzt auch, siehst du, es liegt nicht an Nagelsmann. Es ist ja sogar bei Hansi Flick, da gebe ich dich einmal recht. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, was erwartet ihr? Also denkt ihr, die gehen jetzt mit dieser schlechten Moral die ganze Zeit in der Bundesliga, die 4 Spiele hintereinander oder davor noch, und gehen jetzt ein Spiel mit Hansi Flick spielen und alles ändert sich aus 0, nichts. Das denke ich nicht. Lass mal abwarten. In der Weltmeisterschaft, wenn die wochenlang, weiß ich nicht, ganz und die ganzen Tage zusammen mit Hansi Flick es Einzelgespräche gibt, die zusammen trainieren, weiterhin, dann kann ich mir vorstellen, dass die Moral schon unter Hansi Flick besser sein kann. Wenn nicht, dann liegt es, weiß ich nicht, dann liegt es an allen deutschen Spielern und Bayern-Spielern, dass da gerade keiner, weiß ich nicht, nichts anfangen kann. Dass niemand einen Ball annehmen kann, dass niemand einen Pass spielen kann, dass keiner Konter spielen kann, dass niemand schnell spielen kann. Nix. Ich weiß nicht, Bro. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich will auch gerade nicht übertreiben, aber das Spiel, das nimmt mich gerade mit. Ich sag euch ehrlich, das ist heftig, Mann. Das Spiel ist heftig. Ich muss aber trotz allem sagen, wir sagen das jetzt Ungarn. Mein Tipp für das Spiel war ein 1-1. Sie haben jetzt 1-0 verloren. Und man muss ja trotzdem sagen, Ungarn ist auch keine schlechte
Mannschaft. Die sind erster Platz. Die haben 8 Tore, Deutschland auch, aber nur 3 Gegentore. Guck mal, Italien und England und so. Ungarn ist gut. Und die waren in der Europameisterschaft auch gut. Und die hatten in der Gruppe Deutschland, Frankreich und Portugal. Und die haben gekämpft wie sonst was. Die hätten sich das eigentlich verdient, weiterzukommen. Haben sie dann nicht geschafft. Ich glaube, auch Deutschland hat in der letzten Minute, hat Goretzka dann noch das Tor gemacht und so. Also gegen Ungarn zu spielen, ist nicht einfach. Deswegen, ich bin schon noch sehr gespannt, wie es dann gegen England ist. Und auch, boah, diese Bilanz von England. Die haben einfach kein Spiel gewonnen hier in der Nations League. Was ist das hier? Niederlage, Unentschieden, Unentschieden, Niederlage, Niederlage. Deutschland jetzt Niederlage, Sieg, Unentschieden, Unentschieden. Boah, check nicht, was diese Unentschieden hier die ganze Zeit sind mit Deutschland und Bayern und so. Ich check nicht, bei Gott, ich check nicht. Naja, Leute, egal. Es war jetzt nur kurz Spielreaktion, Emotionen müssen ein bisschen runterkommen. Versteht ihr? Das mache ich ja nach jedem Deutschland- und Bayern-Spiel. Da muss ich mich kurz aufnehmen, wie ich mich aufrege oder wie glücklich ich bin und das mit euch teilen. Und dann schreibt und lebt eure Emotionen auch bitte in den Kommentaren raus. Gibt ein Abo, gibt ein Like. Wir sehen uns gegen England am Montag. Peace out.